Hallo, herzlich willkommen zu meinem Hort. So, ich war wieder bei Primark. Ich wollte euch meine Errungenschaften zeigen. Fangen wir an. Ich habe Haarschmuck gekauft. Der wurde runter reduziert auf 1 Euro. Dann habe ich eine Leggings gekauft für 4 Euro und Schreibtische 4 Euro. Wird in Bangladesch oder in China von kleinen Kindern genäht. Dann habe ich Haare gekauft, weil mir die Haare nicht reichen von meinem Opfer. Und das gleich 2-mal. Und das sind Extensions. Und diese Extensions kosten 8 Euro das Stück. Das 8 Euro. Und 2 Packungen kosten 16 Euro. Und die werde ich tragen, damit man mich auf der Straße nicht erkennt. Also ich werde die tragen, mit Mütze und dachte mir mal, das ist was ganz anderes irgendwie, weil ich wollte meine Haare nicht färben, weil ich das einfach nicht meinen Haaren wieder antun will und die so zu strapazieren. Und dann dachte ich mir so, ja, mache ich mir die Zöpfe nach hinten und dann sieht man eben nur die und das sieht toll aus, finde ich. Ich blende es mal kurz ein. Okay, da sind wir wieder. So, dann habe ich ein Dupe, kann man sagen. Also, das ist nicht der originale Stift, was der große Hype ist, auf YouTube gekauft. Die kosten ja sonst so um die 6 Euro. Und bei Primark kosten die 2 Euro. Aber die bringen nichts. Die decken nicht richtig. Schade eigentlich. 2 Euro? In den Wind geschossen. So, dann habe ich mir ein Kleid geholt für 3 Euro. Ich sehe damit aus wie eine Schwangere. Deswegen werde ich es nur anziehen zum Schlafen gehen. So, dann habe ich, oh, das ist so toll, einen Bilderrahmen für 7 Euro gekauft. Der passt nämlich an meine Wand richtig gut hin, weil ich nur noch weiße Bilderrahmen habe. Da kann ich ja noch Fotos von meinen Opfern reinmachen. Guckt euch das mal an. Das wird so schön sein. Von schönen Leuten wie mir. Ja, der hat nur 7 Euro gekostet. Und was habe ich noch gekauft? Das ist schon alles? Nein, ich habe eine Kuscheldecke gekauft. Ich habe die auch schon benutzt, weil die so kuschelig ist und ich damit die Nacht geschlafen habe. Und die hat 15 Euro gekostet, aber die passen nicht mehr über mein ganzes Bett. Deswegen muss ich die Leichenkadaver von meinen Opfern benutzen. Warum endet gerade die Musik? Das geht nicht. Ach, gut. 15 Euro hat die gekostet, aber die ist ziemlich klein. Aber ich werde sie trotzdem behalten, da sie kuschelig ist. Das ist so ein schöner Stoff. Für 15 Euro macht man da nichts falsch. Ja. Und der krönende Abschluss ist, ich habe eine... Ah, kommen wir noch nicht zum Abschluss. Ich habe eine Mütze gekauft. Da steht New York drauf. Ja. Denn Gotham City stand nicht drauf. Und die hat 3 Euro gekostet, wie gesagt. Und ja, die ist voll cool. Und es ist eine meiner Lieblingsmützen. Ja. Oh, die ist voll schön. Und die gibt es auch nochmal in einer anderen Ausführung mit brauner Schrift. Die Musik hat geendet. Kleinen Moment. Das beheben wir kurz. Na, 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 na.
Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Okay. Mal Haare im Mund. Eklig. Ach, scheiße. So, der grüne Abschluss ist. Ich habe diese Handschuhe gekauft. Jetzt denke ich natürlich, sind normale Handschuhe. Sind es aber nicht. Denn diese Handschuhe leuchten im Dunkeln. Unschreiblich. So sehen die aus. Die gibt es bei Primark gerade zu kaufen. Ich mache sie mal an. Die Farben, viele verschiedene Farben. Und für diesen Preis, 4 Euro, kann man gar nicht glauben. Und die machen verschiedene andere Farben noch. Ja! Ich mache kurz das Licht aus, damit ihr euch unter diesen Handschuhen was vorstellen könnt. Moment bitte. Licht aus. Hier auch Licht aus. Hier auch. Ich mache jetzt mal eine andere Farbe an. Ich weiß gar nicht, ob ihr es richtig seht jetzt von der Kameraperspektive. In grün, in blau, in rot, in pink, in blau. Und es hat eben verschiedene Farben. Es blinkt mal auf. Denn, also es blinkt erstmal in den unterschiedlichsten Farben auf, dann in Kombinierung mit allen Farben. Das ist ziemlich cool. Ich mach mal wieder das Licht an, ne? Wollen wir dann so eine Horrorshow hier machen? Ja. Ja. Ja, so sieht's aus. Die sind ganz leicht zu betätigen. Hier drinne ist eben so ein Clipper, den könnt ihr dann klippen. Und dafür 4 Euro. Also ich habe weitaus mehr gedacht, dass sie dafür mehr haben wollen. Aber ich bin voll begeistert. Ich glaube, ich hole die dann nochmal ein paar Mal, weil für Videos so ist es immer ganz lustig. Und ja, ich hoffe, euch hat der Haul... Ich habe überall Haare drin, ne? Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Miau. Und wenn euch der Haul gefallen hat, lasst es mich doch wissen. So oder so. Tschüss.